Wir gehen heute Minigolf spielen. Ja, hallo erstmal aus Disney Springs. Und wenn ihr euch wundert, warum ich nasse Haare habe, dann habt ihr mein letztes Video nicht gesehen. Denn da habe ich, da waren wir im Typhoon Lagoon und sind von dort aus direkt hier zu Disney Springs. Wir gehen jetzt was essen. Vielleicht schauen wir auch in den einen oder anderen Laden. Aber vor allem gehen wir hier in Disney World Minigolf spielen und das soll super süß gestaltet sein, also let's go! Hier seht ihr jetzt auch mal die Karte, also das ist wirklich riesig hier. Mal gucken, ob wir hier alles sehen werden. Vom ersten Eindruck ist mir das hier einfach viel zu groß und unübersichtlich. Ich habe mich hier auch verlaufen. Ja, das glaube ich dir. Simone hat sich hier beim letzten Mal verlaufen. Hier sind riesen Zara, hier ist Coach, hier ist Mac, Sephora, so. Irgendwie alles. Gibt auch einen Christmas Shop für Disney. Ein Disney Christmas Shop, meint Simone. World of Disney gibt es natürlich. Also ich sag mal so Zara und sowas ist jetzt nichts, was ich bei Disney unbedingt brauchen würde. Wir suchen jetzt erstmal was zu essen. Die Vorspeise, die Simone rausgesucht hat, ist da. Sieht schon gut aus. Wir haben wahrscheinlich später eine Pommesvergiftung, denn es gibt noch Trüffelpommes zu unserem Hauptgang dazu. Nochmal ganz kurz, hier gibt es Refill. Also wenn euer Getränk leer ist, bekommt ihr direkt das nächste gebracht. Dann haben wir hier die Trüffelpommes, die riechen so gut. Ich hatte das Chicken Sandwich. Hier drüben ist dann noch der... Hier drüben ist dann noch der American Burger und Simones Shrimps. Guten! Oh, ich darf dich ja nicht zeigen, entschuldige. Wir haben fertig und ich muss ganz ehrlich sagen, also es war auf jeden Fall lecker. Es war 4 Dollar fürs Refill. Da hätte ich ja noch 3 trinken müssen, dass sich rentiert. Nee. Service super schnell. Und ja, auf jeden Fall ein Durchschnitt. Ich müsste jetzt nicht nochmal kommen, aber ja. Entschuldigung, wir waren gerade von der Rechnung etwas abgelenkt. Ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall solide, es war lecker, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, boah geil, wenn ich wieder hierher komme, muss ich unbedingt hierher. Das auf keinen Fall. Vom Service her auf, ja, der war super gut. Also so schnell. Und wie die hier ihre Teller transportieren und jonglieren, das ist verrückt. Da ist gerade eine an einen dran gestoßen und das, ich saß schon auf dem Boden, aber er hat es irgendwie noch gefangen. Nochmal kurz jetzt zum Paradiso 37. 37, Entschuldigung. Also wir haben ganz nett nachgefragt, ob es Jahreskartenrabatt hier gibt. Dann meinte sie ja. Dann haben wir gefragt, gibt es den auch für Disneyland Paris Jahreskarten? Dann meinte sie, ich weiß nicht, ich gehe zur Chefin. Ja, und die kam dann mit 15% Rabatt auf unsere Rechnung. Also hat funktioniert. Man muss einfach nur mal nachfragen. Freundlich. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt so. Aber fragen kostet nichts. Wir sind gerade ganz froh drum. Hat uns ein bisschen Geld gespart. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durch Disney Springs und mir ist hier ein bisschen, es ist mir zu wuselig, es ist unübersichtlich, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss, denn wir suchen jetzt diese Boote als Transportmittel, the ferry boats, weil wir gerne zu, zum Yachtclub müssen, weil wir von dort aus am besten zu unserem Minigolf kommen. Wir hoffen, das Wetter hält sich noch, aber ich glaube, in die Richtung, in die wir müssen, sieht es gut aus. Wir haben die Boote gefunden. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo wir hin müssen. Die sind farbig markiert. Schau direkt mal.
ja, größere Fragen. Ich glaube, wir sind lost. Ja. Sorry. Also zu diesem Resort, wo wir eigentlich wollten, also zu dem, zum Yachtclub, gibt es jetzt kein Boot. Wir fahren jetzt einfach an ein anderes, setzen uns dort mal in ein Uber und fahren dann zum Minigolf. So sehen die Bildchen aus. Ach, ich freue mich gerade auf die Fahrt. Bevor wir hier jetzt ein Uber nehmen, um uns zum Minigolf zu begeben, haben wir gedacht, wir füllen hier noch unsere Becher auf. Wir haben das ja für 14 Tage gekauft, gell? Ja. 14 Tage, 15 Tage, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Halt auf jeden Fall, auf jeden Fall können wir das in jedem Resort hier benutzen. Das machen wir jetzt. Wir stehen jetzt hier vor Disneys Phantasia Gardens Minigolf und da gehen wir jetzt gleich hin. Wir sind mit dem Uber hierher gefahren. Und der Uberfahrer, der war so toll. Wir wurden heute zweimal angesprochen, wo wir von Deutschland denn herkommen. Und beide diese Personen kannten Ida Oberstein, haben uns auf Ida Oberstein angesprochen. Das ist ja bei uns in der Nähe. Scheinbar der Place to be in Rheinland-Pfalz, in Deutschland, whatever. Aber jetzt schwingen wir mal den Schläger noch ein bisschen. Simone, bist du gut im Minigolf? Lange nicht mehr gespielt, okay. Ich auch nicht. Wir gucken mal. Kurz zur Erklärung, also so sieht das von außen aus und es gibt hier zwei Runden, würde ich jetzt mal behaupten. Wir machen den oberen, der andere hat ja auch geschlossen. Der ist aber auch mit Disney-Figuren. Der untere, der geschlossen ist, der übrigens morgen wieder auf hat, der ist eher so challenge-mäßig ohne Figuren, also genau das, was wir wollen, erleben wir hier jetzt und dann freuen wir uns. Es ist auch super schön beleuchtet, ich konnte schon bei der Anmeldung ein bisschen reinschnuppern. Hier steht zwar 30 bis 45 Minuten Wartezeit, es sind aber nur noch 15 Minuten, also sind wir gleich dran. Schaut mal, wie schön hier ist, also Mickey als Zauberlehrling mit Minigolf. Also, Simones erster Versuch. Let's go! Das war zu wenig Schwung. Wo ist denn der rausgekommen? Das war der wenig Schwung-Ausgang. Ja, gibt mehrere Ausgänge scheinbar. Oh, jetzt wäre noch schwung. Ja. Guck mal, ganz einfach. Ja, muss gegen die Wand und dann da rein. Nee, der ist hier größer. Ja, der kommt schon in diese Ecke da. Wird, ja, aber da komme ich dann in diese Ecke da. Nee, ich mach hier. Lass mich. Recht sau. Passt. Yay! 3 Punkte. Hier geht's jetzt weiter. Muss man jetzt eigentlich durch die Noten durchspielen? Nein. Einfach ins Loch, oder? Ey, das nächste ist cool, das zeige ich euch gleich. Ich freue mich schon, wenn wir gleich bei... Wow! Mit Sprüngen! Während Sinan hier noch weitermacht, will ich euch mal den anderen Trail hier zeigen. Sieht tatsächlich eher aus wie so richtiges Golf. Also es wäre jetzt auch nichts für uns gewesen. Also... Bin froh, dass der hier offen hat und wir nicht umsonst hierher gefahren sind. Hier musst du anfangen und da hoch. Also das hier, ich habe bei den anderen schon zugeschaut, das wird jetzt das Allercoolste, glaube ich. Sinan macht jetzt mal vor. Oh, nein! Nein! Nein, das Coolste ist... Wenn du Fuß hast, kann man leider jetzt nicht mitbekommen. Ja, das ist scheinbar extra so. Aber gut, wir haben ja noch dich und mich als Kandidaten für das Coolste. So, Brina probiert jetzt nochmal ihr Glück. Mal gucken, ob sie es schafft.
Boah, jetzt. Nein! Doch, doch, doch. Kommt? Ja, ja, es kommt. Und jetzt? Weiß nicht, ob ich es gehört habe, aber es hat Geräusche gemacht. Das war cool. So. Zwei. Zwei. Und man muss in den Pilz rein. Hey! Einkaufen. Ist cool. Siehst du hier? Wir sind jetzt bei Loch Nummer 6. Es gibt 18 Stück. Oh, hast leider den falschen Weg genommen. Ja. Ist ja fast wie im Labyrinth bei Alice. Ja. Da gibt es hier so drei Villen, wenn man Glück hat. Und? Mitte. Ja, Mitte. Mit ist der falsche. Oder ist das wie so ein Kinderspielskin? Hartgummi ist das. Das hier ist Teppich. So, als nächstes kommen wir zum Loch Nummer 8, glaube ich. Ja. Und das hier ist in so einer Höhle, Burg, wie auch immer. Also für diesen Minigolfplatz richtig cool gemacht. So, jetzt. Also das, eben habe ich mich so erschrocken, als Sinan das erste Mal. Vor allem sagt sie noch, das ist zu wenig Thematisierung. Ja, ich habe gesagt, nee, ist zu wenig Thematisierung. Und dann kommt da noch einmal dieses Blaulicht. Oh. Das ist schon spooky. Wenn man das nicht weiß, ist das. Jetzt haben wir aber alles gespoilert im Video. Fast. Nee. Schöne Kulisse, ne? Loch Nummer 13. Richtig müde. Sind weg und so. Aber ich bin jetzt noch durch. Jetzt mal Loch 14. Guck mal, da schwimmen sogar Bälle drin. Tatsache. So, jetzt. Ich hab Angst, dass ich mich runterstellen. Wann fängt es an, nass zu werden? Keine Ahnung. Vielleicht. Ah! Schnell! Das hier ist meine Favoritenbahn. Vicky als Zauberlehrling. Total cute. Ich liebe es. Das hier ist aber auch abgesperrt. Bestimmt wollten da früher immer Leute Bilder mit ihm machen. Ja. Eins! Okay. Ja, wie soll es anders sein? Der Sinan, der hat gewonnen mit 57 Punkten. Nein, wir haben ihn gewinnen lassen.
Ich habe 62 und Simone hat 68. Also wir waren alle nicht schlecht, aber Sinan ist der Meister. Hier einmal Meister, bitte. Also ihr seht mich jetzt nur noch so halb. Wie viel Euro waren es? Ne, wie viel Dollar? 14 Dollar kostet das Ganze für Erwachsene. 12 für Kinder. Hat geöffnet von 10 bis um 10. Ja, also uns hat es wirklich viel Spaß gemacht. Wir gehen die Woche nochmal zu dem anderen Minigolf, das es hier gibt. Summer Winterland oder Winter Summerland so irgendwie. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt natürlich die Glöckchen und wir sehen uns schon ganz bald wieder.